Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Amicia Hugo und unseren allerwertesten Freund hier hinten, ich weiß nicht, wie der heißt jetzt gerade. Ist mir gerade entfallen, aber der hilft uns auf jeden Fall. Also wir versuchen mal hier längs zu kommen. Nochmal platt machen. Dass wir hier zum Leuchtturm kommen. Sollte sich meine Stimme ein bisschen nasal anhören, hat es damit zu tun, dass ich leicht erkältet bin, beziehungsweise ein bisschen doller erkältet war. Das jetzt einigermaßen wieder verstanden habe. Boah. Gehen wir alles durch hier. Vielleicht finden wir ja noch was. Hier noch Ratten. Ich hoffe, dass die Ratten uns gleich starten. Also man kann echt verschiedene Wege gehen, wie man sieht. Aber wir gehen jetzt hier links. Ihn können wir auch vorausschauend senden, wenn er jemand angreifen soll. Das ist ja ziemlich cool, ist eigentlich. Oh. Mist. Was ist so? Ich konnte ihn doch darüber schicken, oder? Was war das denn da noch? Hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie konnte ich den ihn nochmal losschicken? Das habe ich ein. Wann war das nochmal? Hm, keine Ahnung. Die wollen wir unauffällig hier durchkommen, weil wenn die uns erstmal sehen, dann ist es natürlich vorbei. So. Oh. Und die müsste Arno besiegen. Weil ich den jetzt noch besiegen kann. Abgeschlachtet. Das Schrott gehört ganz dir, Arno. Das ist Arno. Ja, ich mach kurze Prozess. Wacht auf, Eindringlinge. Komm, Arno. Gesehen oder nicht, ist ja Schnuppe. Bin nicht alle platt gemacht hier. Was ist das denn hier? Ach so. Da hätten wir auch. Was kaputt reißen da oben? Ah, hätten wir ihn so zu den Ratten kriegen können. Das ist natürlich cool. Ja, beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Ich hoffe, wir kommen jetzt so durch, ohne dass wir jetzt hier großartiges machen müssen. Bin ich eigentlich keinen Bock mehr. Also, keine Lust hier jetzt so durchzulaufen. Sehr gut, sehr gut. Und hier sind wir nicht so weit. Da ist die Tür. Können wir da rein? Da müssen wir wahrscheinlich rein sogar. Sehr gut. Sieht sicher aus. Ja, ist sicher genug. Muss irgendwas passieren an ihrer Stelle. Amicia, können wir es schon mal ohne Sophia ansehen?
Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm, ruh dich aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Nee, das ist wirklich nicht lustig. Aber irgendwie schon. So, ich bin gespannt. Aufmachen! Aufmachen! Oh, wer kann das sein? Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Alter! So ein Rückending willst du auch nicht abhaben, oder? Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Gute Idee. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Oh, noch jemand hinterher? Das Messer ist natürlich wieder futsch. Wieder bei Atem. Oh, warte mal kurz. Ja, ja, wir gucken mal, ob wir was basteln können. Dann noch an hier. Die Arbeit. Down. Ringgürtel. Ein weiterer Ringgürtel möchte ich um Mika einen süßen Topf zu tragen. Kann ich irgendwas anderes Cooles bauen? Gar nichts, ne? Die Frage, ob man das jetzt baut oder ob man einfach spart auf was Cooleres. Oder eine zweite Haltung einer Schleuder kann der Mika ein zweites Mal schicken, bevor sie nachladen muss. Das ist natürlich auch cool. Und alles machen ohne Werkbank wäre auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir schaffen es noch ein bisschen rumzulaufen, ohne die Ausrüstung hochzumachen. Los geht's. Einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Ich hoffe, wir können noch schnell was bauen hier. Ja, ist alles voll, ne? Ja, alles voll. Okay. Ne, mehr ist hier nicht. Okay. Dann blinkt auch noch eine Kiste. Mann, Mann, Mann. Eigentlich sollte man sich den ganzen Scheiß holen, ne? Aber nun gut, wie geht es jetzt im Boot? Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Überlass. Los geht's. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt. Sophia, die haben den Anker blockiert. Drecksketten. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiße. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Ja, warte mal. Da, okay. Aber wir kommen hier gar nicht runter. Und Ugo ist weg. Okay. Muss da irgendwie rüberkommen, ohne zu sterben. Aber ich brauche eine Fackel oder irgendwas. Die Lampe kann ich nicht mehr nehmen. Wie geht's dir so? Gut. Das Boot ist toll. Die Kabine auch. Und hier. Guck dir mal das ganze Zeug an. Wenn wir abgelegt haben. Wieder. Also ich kann ja nicht einfach runterrennen. Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Rügel müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gibt Schlimmeres. Das Boot hat einiges erlebt. Hm. Dann müssen wir so ein Top-Ding da bauen irgendwie.
Klappt das. Ja, geh doch runter, da du dumme Pute. Ah. Direkt da. Oh, komm schon. Oh, hallo, was ist denn? Ah, okay, jetzt sehe ich das. Kannst du die Ratten beschäftigen? Das ist doch dein Ding, oder? Ich muss das Ding aufmachen. Und dann? Und Mahlzeit. Guter Schuss. Alles klar. Okay, schnell runter. Okay, so geht's auch. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wer hat mich auch gewundert, dass es nicht anders gehen würde? Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Halt! Guck mal runter auf den Boden. Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Okay, warte. So, von hinten kurbeln. Die Kette blockiert den Anker. Los! Okay. Dann musst du das machen. Alles klar. Dann kann ich es zerbrechen. Okay. Wir sind fast da. Bald sieht der Bude Lacuna. Ich hoffe es. Sauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Ja, warten wir drauf, dass Anu kommt und uns hilft. Dann zurück zum Anker. Trotzdem sind wir ja noch komplett am Sand. Hey! Na, geschafft! Ja! Der Anker ist oben! Sehr also, gut! Und jetzt ist das Boot. Wenn ich es anders nicht sehe, aber. Ei, ei, Captain! Ei, ei, Captain! Ab nach oben! Vielleicht geschafft! Ich gehe nach Backbord. Na gut, ich zur anderen Seite. Auf dein Signal! Ah, okay, mit Wind geht es. Da muss ein starker Wind sein, da rauf aufs Meer zu, oder? Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm! Was jetzt? Warte mal. Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir es los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja. Geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Wir sehen nicht. Wahrscheinlich nur von hier abschießen und dann segeln die los und ich bleib hier oder was? Hä? Okay, warte mal, von hier vielleicht? Ein Schloss. Ja, jetzt von hier geht's oder was? Das ist doch Quatsch. Ja, toll. Komm schon, Amicia. Amicia, still! Okay. War ein bisschen easy. Amicia, wir segeln. Hörst du nicht? Wir segeln. Auf dem Meer. Ja, cool.
gefällt mir. Ich bin ein Pirat! Scheiße. Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Kapitel 8. Ein Meer an Versprechen. So. Ich würde sagen, es ist die perfekte Zeit, um einen Stopp zu machen. Das Meer ist so ruhig. Und ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal dabei. Und der Horizont. Denn vielleicht nicht mit verstopfter Nase. Mal schauen. Bis dann. Tschüss.